Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 30. August 2020 reaktivierte Rainer seine Amazon-Wunschliste und drohte Hatern vor dem Tor an, sie mit Pfeil und Bogen zu attackieren. Ja, komm in zwei Stunden nochmal, schau mal, ob ich dir einen Pfeil in den Kopf jagt, du Hurensohn. Vorhin reißt dir die Fresse schon so weit auf und jetzt schon wieder. Am 31. August erschien das Video Dragon Monday New Part 2, in dem Rainer den Zusehern zeigte, wie man ein T-Shirt zusammenlegte, wobei er hier wieder von einer anderen Person gefilmt wurde. Am 1. September 2020 beschwerte er sich auf Discord über die Haterin Denise. Das war die Kreischenne. Okay. Die hässliche Kreischenne, um genau zu sein. Es ist so eine hässliche Fotze von Haterin, die ganze Zeit bei mir vor der Haustür steht und hier immer Stress macht und hier auf Kindergarten macht. Und neulich haben die anderen Zuschauer haben das schon abgefeiert hier im Discord, weil ich da geschrien habe, dass wenn die nicht abhaut mit ihrem Kumpel, dass ich sie so zusammenschlage, dass sie hässlicher ist als ihre Hunde. Das Problem daran ist nur, dass sie schon hässlicher ist als die Hunde, deswegen gibt es da nicht wirklich viel zu tun. Da reicht eine einfache Ohrfeige. Wenn ich du wäre, hätte ich so safe mal mit dem Pfeil und Bogen so gedroht, damit die endlich mal abhauen, weil irgendwann wird es mir auch sagen. Wobei, wenn ich dir da Ohrfeige gebe, schaut sie hinterher noch besser aus als die Hunde. Das ist auch ganz eine gute Idee. Auch behauptete Rainer, die allgemeinen Geschäftsbedingungen von YouTube gelesen zu haben. Als er gefragt wurde, ob er Dr. Axel Stoll kannte, reagierte er gereizt. Ja, aber das ist ja wie bei Axel Stoll. Ich meine, ja, wir wohnen halt auf dem Strafplanet. Das reicht jetzt. Noch jemand, der Mauljucken hat. Ihr könnt mich mit eurem Nazi-Geficke da mal, wenn ihr jetzt nicht die Fresse haltet, werdet ihr einer nach dem anderen gebannt. Ich habe schon eine Milliarde Mal gesagt, dass dieser Scheiße hier nichts verloren hat. Am 2. September stellte Rainer in einem Video das neue Outdoor-Handy, das er sich gekauft hatte, vor. Zusätzlich dazu hatte er eine Handyhülle bestellt, welche allerdings letztendlich nicht auf das Handy passte. Am 3. September erschien Hotdog-Video. Darin zeigte Rainer seine gelbe Gießkanne, da ein Hater in einem offensichtlich nicht ganz ernst gemeinten Tweet behauptet hatte, eben diese gestohlen zu haben. Daraufhin präsentierte Rainer seinen neuen Hotdog-Maker, hatte allerdings leichte Probleme, da er für das Gerät ungeeignete Brötchen verwendete. Am 4. September bedankte er sich in Drache auf dem Radl V3 Nummer 3 bei den Zusehern dafür, dass er nun wieder die 100.000 Abonnenten erreicht hatte. Mittlerweile hat er auch einen Rückenkratzer auf seine Amazon-Wunschliste gepackt. Am 6. September postete er ein Rezept für Mettentensuppe auf seinem Blog. Am 7. September erschien Dragon Monday New Part 3. Darin erklärte Rainer, dass keine neuen Folgen Drachenlord kommen würden, da er keine Lust hatte, diese zu produzieren. Gegen Ende des Videos präsentierte er dann noch den Rückenkratzer, der ihm von seiner Amazon-Wunschliste gekauft worden war. Im Stream sprach er darüber, wie das Musikvideo zu seinem Song Skrr Skrr entstanden war. Auch war Rainer leicht verärgert, da ihm seine Discord-Mitglieder nicht genug halfen, Dragon Monday-Folgen zu produzieren. Am 8. September forderte er wieder einmal Hater vor dem Tor dazu auf, Suizid zu begehen. Am 9. September erschien das Video Was ist eure Meinung? Darin fragte Rainer die Zuseher, wie sie dazu stehen würden, sollte er mit einem Wohnwagen durch Deutschland touren oder sich ein Haus auf einer tropischen Insel kaufen. Am 11. September erschien mit dem 4. Radl-Video der letzte Teil der Reihe. Auf Discord beschwerte er sich über die Kommentare auf seinem letzten Video. Bei einer Diskussion über atomare Waffen sprach er über seine Meinung zur Menschheit im Allgemeinen. Glaubst du ernsthaft, dass die Typen, die solche Bomben entwickeln, auf ihren fetten, faulen Ärschen rumsitzen und nichts tun? Die machen auch weiter an ihrem Zeug. Das ist schon richtig, aber nach dem Kalten Krieg oder schon während des Kalten Krieges wurde massiv abgerüstet. Und
Ah, ich finde es geil, wenn Leute solche Gerüchte glauben. Gerüchte? Alter, bist du ein Verschwörungstheoretiker? Die Menschen, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber die Menschen sind dafür bekannt, dass sie asoziale Bastard-Lebewesen sind, die immer versuchen, der Stärkste zu sein. Und das versucht jeder Einzelne. Die Amis, genauso wie die Japaner, genauso wie die Deutschen, genauso wie die Chinesen, genauso wie die Russen, genauso wie die was weiß ich wo. Auch sprach einer über Seelen, speziell die Seele von Regenbogenschaf. Ich dachte jetzt eigentlich eher daran, dass Menschen mit mehr Charakter vielleicht auch mehr wiegen, vom Seelengewicht her. Weil wenn du dir so manche so Menschen anschaust, wie zum Beispiel Regenbogenschaf, der komplett charakterlos ist und so, zumindest so wie er sich verhält und komplett ehrlos und respektlos, ich glaube halt, dass solche Menschen weit weniger wert sind, und weit, also vom Seelischen her. Daraufhin erklärte Rainer, sich viel zu bewegen und viel zu arbeiten. Naja, dazu kommt aber, dass ich mich trotzdem extrem viel bewege eigentlich. Also ich bin ja, weil auch wenn die Hater was anderes behaupten, ich bewege mich trotzdem viel und ich kriege nicht gleich einen Schweißausbruch, wenn ich zum Kühlschrank laufe. Und ich bin auch absolut nicht faul. Ich stehe durchaus auf und bewege mich auch mal, um mir was zu holen oder was zu machen oder so. Oder wenn die Wäsche fertig ist, direkt die Wäsche zu machen oder so. Außer ich bin jetzt gerade mitten im Game, mitten in einer Quest oder so, da mache ich die Quest zu Ende. Ist nicht böse gemeint, aber ich rede ja so von wenn du jetzt richtige Arbeit sagst, na, dann klatsche ich dich. Naja, ich meine halt in Anführungszeichen richtige Arbeit so. Alter, was glaubst du, wie viel Zeit ich in meinen Kanal stecke? Naja, wahrscheinlich das Dreifache an Arbeit, die du in jeden Tag arbeitest. Naja, aber Zeit, also das glaube ich auf keinen Fall, aber. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich habe allein heute nur die, was habe ich gesagt vorhin, von 18 bis 22 Uhr, 22.30 Uhr. Ja, aber das sind Kommentare. Ja. Das waren aber nur die Kommentare. Ja, aber nur, weil man. Ich habe jetzt dann auch noch 2 Stunden oder was, während wir hier waren, noch gemacht, wenn auch nicht so aktiv. Und ich habe heute schon den ganzen Tag Videos bearbeitet. Ich habe den ganzen Tag Thumbnails gemacht. Ich habe den ganzen Tag Videobeschreibungen und Tag-Beschreibungen und so weiter fertig gemacht. Ja, aber was ich meinte, war eigentlich. Und ich habe den ganzen Arsch für Zeug hochgeladen. Nein, aber was ich damit eigentlich meinte, das war ja auch nicht jetzt irgendwie direkt böse gemeint, aber. Es ist ja, also zum einen kommt es ja nicht darauf an, wie lange man für etwas braucht, sondern wie produktiv man ist. Und zum anderen ist es ja auch so, dass, also keine Ahnung, ich finde, man kann jetzt Kommentare durchlesen oder Kommentare beantworten jetzt nicht unbedingt damit vergleichen. Musste man mal Kommentare lesen? Naja. Das musste man machen. Anschließend fragte ein angeblicher Rollstuhlfahrer Rainer um Ratschläge, wie er mit Mobbing umzugehen hatte. Das gleiche war für viele andere Sachen. Die Sache ist halt bei so Sprüchen, die verbale Gewalt ist halt eine der schlimmsten Formen von Gewalt. Und bei sowas musst du halt einfach versuchen, drüber zu stehen, auch wenn es richtig assi ist. Ich weiß, wovon ich rede, weil sie mir auch immer alle sagen, du musst drüber stehen. Ich habe gerade ernsthaft gemeint, ich soll drüber stehen. Ich kann nicht stehen. Okay, Junge, wenn du mich verarschen willst, na. Nee, ich ganz ehrlich. So ein Scheißdreck. Ich hasse solche asoziale Scheiße. Wenn die Leute... Was war jetzt los? Also es fängt damit an, dass die Sache mit dem Rollstuhl eine alte Sache von den Hatern ist. Ich gehe davon aus, dass er auf den Witz bezogen war. Zweitens, die Aussage jetzt gerade von wegen, dass er nicht stehen kann. Das war, weil ich gesagt habe, das soll drüber stehen. Komm, ganz ehrlich. NWO ist das auch. Am 12. September waren wieder einmal besonders viele Hater bei Rainer. Dabei kletterte einer auf Rainers Zaun und beschädigte dabei, vermutlich aus Versehen, eine Latte. Angeblich versuchte Rainer schließlich mit Pfeil und Bogen auf die Hater zu schießen. Laut einigen Behauptungen wurde er daraufhin sogar in Handschellen abgeführt. Allerdings handelt es sich hierbei höchstwahrscheinlich um Gerüchte oder Übertreibungen, da sich nie irgendwelche rechtlichen Konsequenzen ergaben. Am 14. September adressierte Rainer im Dragon Monday die Gerüchte und erklärte, dass er am Wochenende nicht im Gefängnis oder in der Psychiatrie gewesen war. Am 15. September behauptete er auf Discord, schon mit einer Haterin geschlafen zu haben. Ja, es war einfach so, dass man sich einfach kennengelernt hat und dann, dass es eine Haterin ist, habe ich halt auch erst nachhinein rausgefunden, so, weil die dann irgendwas davon gepostet hat. Aber das ist recht schnell untergegangen, weil das dann nicht zugelassen wurde. Weil die Hater halt nicht wollten, dass da was bekannt wird von. Ach, die,
Die wollten selber nicht, dass da was von bekannt wird. Ja, weil das wäre ja wieder böse gelaufen für die Hater, weißt du? Die dann so, ja, ist doch noch Jungfrau so. Ach so, so, ja, ja. Außerdem, ach so, hatte, ja, ich, stimmt. Außerdem hatte ich damals Bilder und Videos gemacht mit ihr. Und ja, okay, das wäre nicht gut geendet für die. Nee, vor allem nicht, weil die ganz schön geschrien hat und es ihr offensichtlich gefallen hat. In einem an diesem Tag veröffentlichten Besuchsvideo wurde ein Hater sowohl von Rainer als auch von seiner Nachbarin angebrüllt. Am 18. September erklärte Rainer in keine Videos mehr diese Woche außer LPs, dass er Migräne hatte und deswegen vorerst keine Videos, also auch kein Radl-Video, erscheinen würden. Am 21. September präsentierte er dann einige Geschenke der Zuseher im Dragon Monday und erzählte, dass er ein neues Rezept auf seinem Blog gepostet hatte. Die nächsten Tage gab es dann außer Gaming-Streams und Let's Plays kaum Lebenszeichen von Rainer. Am 24. September postete er ein Bild auf YouTube, in dem er einen roten Irokesenschnitt hatte und berichtete, beim Mediamarkt das Kennzeichen eines Haters notiert zu haben. Am 25. September bemerkte Rainer zu spät, dass es schon Freitag war und nicht Donnerstag, somit fiel das Radl-Video erneut aus. Am 26. September sprach er auf Discord über Feigheit und den Grund, warum er regelmäßig nach draußen ging, um Hater anzuschreien. Das ist das, was mir nicht passt, also dieses ganze Kindergartengetue. Die ganze Zeit mich als den Idioten und den Sonderschüler und alles hinstellen und dann selber nicht die Eier besitzen, die sie mir vorwerfen, dass sie mir fehlen. Weißt du? Da könnte ich schon der pur kotzen, ey. Du feige Sau, hast dich doch auch in deiner Chance versteckt. Im Gegensatz zu dir bin ich nicht so feige. Im Gegensatz zu dir bin ich nicht feige. Warum auch, Alter? Und ich verstecke mich vor überhaupt niemanden. Warum auch? Ich hab's nicht nötig, mich vor jemanden zu verstecken. Ich habe 7 Jahre lang bewiesen, dass ich mich vor niemandem zu verstecken brauche. Oder wer ist die ganze Zeit rausgekommen und hat die Hater verjagt? Hä? 7 Jahre lang habe ich bewiesen, ob jetzt einer oder 100 Hater da waren. Hast du nicht sogar manchen? Hast du nicht sogar manchen auf die Fresse gehauen? Ja, auch das habe ich schon getan. Es gab mehr als einen, der aufs Maul gekriegt hat. Der Witz ist nur, dass diese Sachen meistens nicht veröffentlicht wurden, weil dann wären ja die Leute nicht mehr hergekommen und hätten sich ja nicht mehr getraut, hierher zu kommen, ne? Ja, stimmt. Deswegen haben sie das ja nie veröffentlicht. Ich lade sowas nicht hoch. Wenn ich sowas hochlade, dann heißt es hinterher wieder Anzeige. Schließlich meldete sich auch der Hater Demon zu Wort. Ich mache jetzt einfach mal Eigenwerbung. Abonniert Demon auf YouTube. Rainer, du bist ein fetter Hurensohn. Okay, einmal. Boah, was zweimal, soll denn das immer? Dreimal. Jetzt habe ich 3 Leute gebannt, weil ihr mal wieder alle durcheinander gequatscht habt und ich nicht gesehen habt, wer das war. Das war schon zu sehen, glaube ich. Ja, es waren 3 verschiedene Leute, die geblinkt haben. Und ich habe euch schon 100.000 Mal gesagt, ihr sollt nicht durcheinander reden. Wehe, es beschwert sich jetzt jemand. Ich habe meinen Kumpel gebannt. Ja, dann schnauze, wenn sowas ist. Dann sehe ich auch, wen ich bannen muss. Könnt ihr euch nicht immer beschweren. Am 27. September, einem Sonntag, kam es wieder zu zahlreichen Besuchen. Daraufhin lud Rainer das Video Draches Kindergarten Folge 1 hoch, in dem er nach draußen ging, um Hater zu konfrontieren und das Gespräch aufzeichnete. In einem Besuchsvideo wurde eine eigenartige Ausbuchtung in Rainers Hose dokumentiert. Aufgrund dessen spekulierten einige Hater, Rainer hätte einen Leistenbruch oder eine andere Verletzung erlitten. Am 28. September erklärte Rainer im Dragon Monday, warum es keine Radl-Videos mehr geben würde. Da ich das Problem habe, dass ich in diesen Räumen, wo ich hier oben bin oder wo ich unten beim Radl-Video bin, keinerlei Heizung besitze, ist es für mich persönlich sehr schwierig, da Videos aufzunehmen, wenn es jetzt in den nächsten Monaten kalt wird. Das hier oben dürfte gehen, kann höchstens sein, dass ich hinterher mit einem dicken Pullover hier sitze, aber das dürfte euch nicht wirklich interessieren. Aber die Radl-Videos stören mich am meisten, da ich da schwitze beim Radeln und da ich ja da durch körperliche Aktivität fange ich an zu schwitzen. Und es ist ein kaltes Zimmer und wenn ich da ein bisschen länger drinnen bin, dann kann das halt schnell sein, dass man krank wird. Und da, wenn ich mal richtige Erkältung habe, mal locker einen Monat flach liege, da ich so gut wie nie krank bin, aber wenn ich dann krank bin, richtig, habe ich ehrlich gesagt keinen großen Bock darauf. Deswegen muss ich mir das deutlich überlegen. Am 2. Oktober 2020 erschien das Video Info für diese Woche.
Darin erklärte Rainer, dass wegen der Kälte kein Radl-Video kommen würde und kündigte ein weiteres Video für später am selben Tag an, welches dann allerdings nicht mehr erschien. Am 3. Oktober sinnierte er auf Snapchat über Seelen und postete ein Video von einer Raupe. Am 4. Oktober erschien das Video Draches Monat Oktona 2020, welches hauptsächlich aus Ankündigungen bestand. Am 5. Oktober behauptete Rainer, mehrere hundert Euro für Heizöl ausgegeben zu haben und nun so gut wie kein Geld mehr zu haben. Der Dragon Monday fiel aus, allerdings kündigte Rainer ihn ausnahmsweise für den Dienstag an. In einem Besuchsvideo von diesem Tag war zu sehen, wie Hater wiederholt gegen das Tor traten, während Rainer versuchte, sie mit einem Stock zu erwischen. Ich bin hier, du Hurensohn! Wie sollte ich, hä? Dass ich euch die Fresse eindrehe? Ja, komm noch! Der Zaun ist nicht da, um mich zu beschützen! Der Zaun ist da, um euch zu beschützen, ihr Hurensohne! Oh, das tat richtig weh! Komm her! Das soll dir nicht wehtun, das soll dich auf Abstand halten! Ich bin hier! Wer bist du? Ich bin hier! Hast du dein Leib? Bin ich was für euch? Bin ich was wert? Hast du verkackt? Was hab ich verkackt? Halt endlich das Maul und hör auf! Soll es aufhören, wegen weniger Koks zu schnüffeln, Alter! Der nimmt nur Pep, kein Koks! Am 6. Oktober erschien weder der angekündigte Dragon Monday, noch das für die Nacht angekündigte Erklärungsvideo. Dafür berichtete Rainer in kein DM, aber ein Livestream, warum der Dragon Monday erst am Montag nächste Woche erscheinen sollte. Ich werde den Dragon Monday heute nicht hochladen. Der Grund dafür ist Hater, oder sind Hater. Könnt ihr euch also bei den Hate-Scharschaften mal wieder bedanken. Um genau zu sein, ich habe sogar ein Bild für euch gerade eingeblendet. Dieser Kanal und seine Freunde waren es, die bei mir gestern Abend, als ich am Schneiden und Rendern war, mir in die Parade gefahren sind, hier rumgeschrien haben, wie die Irren hier richtig Stress gemacht haben und. Und sorry, aber sowas geht echt gar nicht. Also die radikale Scheiße, die abgezogen haben. Ihr könnt ja mal auf seinem Kanal eventuell schauen, auf seinem Twitter-Account. Der hat da einige Sachen hochgeladen. Ja, ziemlich schlecht für ihn. Ich habe da nämlich jetzt einiges gemacht und an die Polizei weitergeleitet und. Am 7. Oktober lud Rainer ein Video nur für Kanalmitglieder hoch, in dem er sein Haus für Halloween dekorierte. Am 8. Oktober erschien Vier Drachen und der Metal Amazon Wunschliste. Darin sprach Rainer darüber, dass er eine zweite Amazon Wunschliste erstellt hatte. Auf dieser befanden sich Requisiten wie etwa Perücken, die er für neue Folgen Vier Drachen und der Metal benötigte. Auch spielte er mit dem Gedanken, andere YouTuber wie den dunklen Parabelritter, Aiblali oder Gronk als Gäste in seine Videos einzuladen. Daraufhin erschien Drachenlord Folge 23 Kannst dir nicht ausdenken. Anders als bei früheren Folgen versuchte Rainer weniger auf die Kommentare der Hater lustige Antworten zu geben, sondern verlor sich in langen Rechtfertigungsmonologen. Gebettelt wird immer noch. Kein Radl-Video, weil es zu kalt ist, weil die Hater meine Fenster zerstört haben. Keine Videos vom DM, weil die Hater den gesamten Montag rumgebrüllt haben, als würde die Welt untergehen. Und eine Aussage, dass ihr mich unterstützen könnt für ein Video für euch. Frage Nummer 7. Armutszeugnis. Also ich glaube, das ist Ansichtssache. Ich persönlich halte es nämlich für ein Armutszeugnis, wenn man das Internet anonym nutzt, um sich darüber Luft zu machen, dass man selbst ein armseliges kleines Würstchen ist, das von seinen Eltern nicht beachtet wurde, nicht richtig gefördert wurde oder nicht richtig erzogen wurde. Am 9. Oktober beschwerte sich Rainer in Freitag 12 Uhr über Hater vor seinem Haus und wies mehr oder weniger subtil darauf hin, dass er noch Produkte von seiner Amazon-Wunschliste benötigte, um die neue Folge Vier Drachen und der Metal aufzunehmen. Auch wurde er dabei gefilmt, wie er auf dem Parkplatz vor dem Rewe Supermarkt einen mutmaßlichen Hater anpöbelte. Wenn du mich nochmal anraufst, du Spaß! Wenn du mich nochmal anraufst, du Spaß, ne? Mach ich dich kalt, Hurensohn! Verpiss dich, du Bastard! Wenn du mich. Pass auf, dass du mich nicht anfasst, Alter! Wenn du mich nur einen Millimeter anfasst, dann hau ich dir so aufs Maul, dass du hier mit einem Kumpel zusammen so rumliegst! Ach so! Ich ruf die Bullen nochmal an, du Spaß! Ja. Film ruhig, du Hurensohn! Film ruhig, du hast nur hinterher nichts drauf! Du Spaß, Alter, ich schwöre dir, ich mach euch kalt! Nachts standen Hater vor dem Tor und verlangten Poster, wobei Rainer wiederholt darauf bestand, aufgrund seines Alters gesiezt zu werden.
Herr Winkler, würden Sie mir bitte ein Poster. Ich gebe dir einen Scheißdreck. Ich bitte Sie um ein Poster. Ich gebe dir einen Scheißdreck, Junge. Und wenn du der letzte Mensch auf der Welt wärst und am Verdursten wärst und ich der Einzige bin, der dir Wasser geben könnte, würde ich dich verhungern und verdursten lassen. Nein, oder echt jetzt? Du bist ein Stück Scheiße in meinen Augen. Du bist nicht mehr wert als der Dreck unter deinen Schuhen. Jetzt hat es mir gegeben. Selbst der Dreck unter deinen Schuhen hat irgendwelchen Sinn, denn daraus wächst irgendwann mal eine Pflanze. Hoffentlich. Ich tausche den Dreck unter meinen Schuhen gegen deinen Du tauschst den Dreck unter deinen Schuhen gegen deine Intelligenz. Du kannst den Dreck haben, der ist mehr wert als ich. Was willst du noch von mir? Nun war das übliche Schauspiel einer Content-Offensive komplett durchlaufen worden. Nach einer kurzen Phase der Motivation war alles wieder beim Alten. Videos erschienen hauptsächlich nach Lust und Laune und nicht wie im Uploadplan vorgesehen. Der Inhalt der Videos bestand zum Großteil aus Ankündigungen und natürlich Beschwerden über die Hater.